Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Knight's Quest. Beim letzten Mal habe ich mich ja dem Wächter gestellt im Traum. Also da sind wir dann das erste Mal auf ihn getroffen. Ich bin den Trümmerberg hinaufgeklettert, die Kanone wurde vom Bürgermeister abgeschossen, Rusty ist tief gestürzt und ist halt in seinem Traum dann auf den Wächter getroffen, der anscheinend hinter all dem Bösen steckt. Nun sind wir bei Vali daheim und ich habe keinen Plan, was das hier jetzt alles ist. Ich erkunde hier mal gerade einfach so ein bisschen. Ne? Ich sehe mich einfach mal ein wenig um. Schon mal interessant. Ups. Also auf jeden Fall kann man hier irgendwie ganz viel mit Magie machen. So wie es scheint. Ah, schade, ich dachte, ich könnte das Buch lesen. Naja, gehe ich mal Vali suchen. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine große Hütte hat. Ah, das ist die Tür, die immer verschlossen war. Vali? Okay, sie ist nicht zu Hause. Vali, wo bist du? Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich sie jetzt finde. Ist hier vorne für eine Versammlung? Ganz viele Wachen? Hallo? Geh weiter, Kleiner. Ach, vergiss es. Wie geht's, Kumpel? Warum seid ihr alle hier? Oh, wir Wachen werden nicht fürs Schlafen bezahlt, sondern dafür, dass wir nicht schlafen. Man fängt an, Dinge zu sehen. Also, wir wahren tagsüber den Schein und hängen nachts hier herum. Aber es ist doch Tag. Ach so. Moment. Tagsüber tut ihr so, als würdet ihr hier wachen und nachts schlaft ihr da. Okay, dann wäre ich gerne nochmal nachts hier. Also auf jeden Fall ist der Weg zum Bürgermeister da oben jetzt irgendwie versperrt durch die Wachen. Irgendwie sind auch die ganzen Dorfbewohner weg. Der Schmied ist weg. War ich hier oben eigentlich schon mal? Seitdem hier mal alles offen ist? Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Also Vali muss auf jeden Fall hier irgendwo sein, weil ich habe ja gerade keinen Questmarker im Kompass. Okay. Hinten auf dem Feld ist auch niemand. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, mich hier umzusehen, weil die Stadt ist ja noch gar nicht so lange wirklich frei zugänglich. Aha, hier haben wir noch einen Schlüssel. Den kann man bei der Gelegenheit mal noch mitnehmen. Damit kann ich noch nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch zu diesem Rathausplatz, sag ich mal, gehen muss. Nur, dass der halt vielleicht nur von einer Seite zugänglich ist oder so. Das weiß ich halt gerade wirklich nicht. Ja, also hier stehen auch die Wachen. Hier war ja mal die Versammlung, aber hier oben kommen wir ja auch nicht durch.
Also Weg zur Kanone ist auf jeden Fall versperrt. Warum redest du so? Ich bin nicht im Dienst, weißt du? Man muss auch mal entspannen, sonst wird man ja irgendwann irre. Und hatte noch die Frage, hast du Wadi gesehen? Wadi? Ja, lila Haar, Brille, Wissenschaft? Oh, sie. Nee. Schade. Bin ich jetzt hinter den Wachen? Bringt ja richtig viel, dass die da unten den Weg versperren. Was denn? Hä? Ich höre ganz viele Schleime. Okay. Oh mein Gott. Ich habe das Schleimparadies entdeckt. Schleimon! Du bist das. Ich habe irgendwie einen großen Schleim erwartet. Hallo. Es ist selten, dass man hier unten jemanden trifft. War es wegen des Gesangs? Das ist es, was mich hergelockt hat. Das sind so Gesang? Vorsicht, kritisiere sie nicht. Sie sind sehr empfindlich. Komm nicht zu nah und wenn du auf deinen Reisen noch andere Schleime siehst, dann töte ich sie, damit sie mein Hirn nicht als Geisel halten. Geisel? Ist so ein starkes Wort. Unmittelbare Kontrolle steht bevor. Wir Schleime sind friedvoll. Wir haben die Kontrolle über diesen Mann übernommen, damit wir auf dieser Welt nach unseren Geschwistern suchen können. Doch er ist alt und gebrechlich und sondert einen Geruch ab, von dem wir wissen, dass deine Spezies ihn unangenehm findet. Wir bitten darum, dass du jeden von unserer Art, den du findest, herbringst. Bitte, hilf uns. Verzicht auf unmittelbare Kontrolle. Geht es dir gut? Wie ich schon sagte, ist Geisel ein starkes Wort. Ich hatte noch nie so viele Freunde. Wenn ich noch mehr von ihnen zurückbringen könnte, wäre das einfach wunderbar. Okay, die kontrollieren den einfach mal. Hallo nochmal. Du hast mir noch mehr Schleimfreunde gebracht? Danke. Die Schleime wollen, dass du das hier hast. Du hast eine Rucksackverbesserung erhalten. Dein Inventar wurde um einen Platz erweitert. Ja! So, ich habe keinen Plan, wie viele ich jetzt abgeben kann. Ich mache das jetzt so lange, bis der mir keine Rucksackverbesserung mehr gibt. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Nachdem mein Inventar ja grundsätzlich voll ist. Ah, halt auf deinen Reisen stets nach Schleimausschau und bring sie her. Letzteres ist wichtig. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich die hinbringen muss. Ah, nice. Direkt mal 5 weitere Plätze. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, weiter auf die Suche nach Wadi. Also ich könnte hier noch nach links Richtung Docks. Will mich aber jetzt hier hinten noch weiter umsehen. Ich finde es halt auffällig, dass hier quasi alle Wege hoch abgesperrt sind, bis auf den hier. Was haben wir denn hier oben? Da war ich glaube ich auch noch gar nicht. Da unten in der Ecke ist auch nichts weiter. Nee, okay. Hier ist offen. Wie komme ich also... Hey, bleib stehen, Rusty. Uns wurde befohlen, dich nicht in die Nähe dieser blöden Riesenkanone zu lassen. Aber ich sag dir eins. Geh und sprich mit meinem Vorgesetzten. Er ist unten an den Docks. Vielleicht kannst du ihn ja überreden, dich reinzulassen. Sei aber gewarnt, er ist sehr schwer zu überzeugen. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Aha. Also es war schon gar nicht so schlecht, mich der Kanone nähern zu wollen. Nun denn, nochmal einmal außen rumlaufen.
Also, ja, wie ich eben schon sagte, ne, ich könnte jetzt Richtung Docks oder zur Kanone laufen. Zumindest habe ich bei der Kanone schon mal einen Hinweis bekommen, dass ich zu den Docks muss. Weil da war jetzt nur die Rede vom Vorgesetzten. Und ich frage mich auch immer noch, warum die Stadt einfach wie ausgestorben ist. Also wo sind denn alle? Sind die jetzt alle bei der Kanone? Sind die alle unten beim Dock? Aber hier scheint ja auch niemand zu sein. Und wo finde ich hier jetzt den Vorgesetzten der Wachen? Oh, ups. Bei Biff ist auch niemand da unten. Steht da und starrt aufs Meer hinaus. Schöne Aussicht. Hey du, wo glaubst du, dass du hingehst? Fragen, ob du zur Kanone darfst. Darum bitten, zur Kanone zu dürfen. Darum flehen. Wir fragen erstmal. Willst du in die Nähe der riesigen, kostspieligen Kanone? Bitte? Ja, sicher, mir doch egal. Was kümmert es mich? Wow. Das war irgendwie einfach. Vielleicht sogar zu einfach. Und jetzt frage ich mich, ob die mir immer noch alle den Weg versperren? Also ob die immer noch alle so postiert sind wie vorher? Oder ob ich jetzt hier überall reinkomme? Aber ich glaube, ich muss wirklich von der anderen Seite da rein. Okay. Nochmal außen rumlaufen. Oh Mann. Aber da müssten ja eigentlich fast alle Einwohner hier dort hinten zu finden sein. Weil irgendwo müssen die ja sein. Außer Schleimer natürlich, der sich halt unter der Stadt versteckt. So. Hallo. Hey, bleib stehen, Basti. Und zwar, ja. Ich habe schon mit deinem Wachboss gesprochen. Er meinte, schlaf hinein. Oh, wow, der Curl hört auf niemanden. Du musst etwas richtig Verrücktes getan haben, um ihn zu überzeugen. Ja, sowas in der Art. Vor allen Dingen, ich brauche nicht mal irgendwie einen Zettel als Beweis oder ähnliches, sondern ja, okay, hier, das durch. Wofür habe ich denn überhaupt mit dem Typen gesprochen? Dann hätte ich auch direkt einfach durchspazieren können. Okay, und jetzt muss ich wirklich zur Kanone hoch? Na dann. Klettern wir mal zur Kanone hoch. Wann hier der Anfang nochmal? Da. Eiskalt dran vorbeigelaufen. Dum, 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 dum. Aber es ist so ruhig in der Stadt. Zu ruhig. Und da ist Vali. Warum steht sie hier oben? Vali? Oh, Basti, du bist wach. Ich war so besorgt. Oh, ja. War nur ein kleiner Schlag auf die Birne. Das ist ernst, Basti. Du hättest sterben können. Vielleicht hat dein Vater recht über mich. Seit du mich kennengelernt hast, scheinen dir ständig schlechte Dinge zu passieren. Ich meine, wie oft wärst du jetzt schon beinahe gestorben? Ich war es doch, der von Anfang an hoch wollte. Was ist darin deine Schuld? Und was ist mit deinem Arm? Dem Kristall, diesen Waffen? Ich weiß auch nicht mal, ob sie dich vielleicht umbringen. Übrigens, wegen der Waffen. Alles nur wegen meiner dämlichen Besessenheit mit der Geistesenergie.
Ich hätte dich auch fast verloren. Die einzige Person in der ganzen Stadt, die mir noch etwas bedeutet, wäre wegen mir fast gestorben. Die einzige Person? Ich verlor meine Eltern, als ich noch klein war. Sie machten eine Reise über das Meer. Aber sie sind nie zurückgekehrt. Ich hatte diese Art Traum, der sich so echt anfühlte. Dort sah ich sie, oder ihre Geister. Das war der Moment, an dem ich anfing, die Geistesenergie zu erforschen. Ich brauchte einen Beweis dafür, dass meine Eltern immer noch da draußen waren, dass ein Teil von ihnen überlebt hatte. Ich war besessen. Alle dachten, ich wäre verrückt, also stieß ich einfach alle ab. Tut mir leid, Vali, das wusste ich nicht. Nun, ich rede nicht wirklich oft darüber. Vali, ich weiß, wie es dem Rest dieser blöden Stadt geht, aber ich weiß, dass mein Leben mit dir besser ist. Ich nehme an, einige Dinge sind es wert, um sie zu kämpfen. Genug Sterndeuterei. Triff mich in meinem Labor, damit wir besprechen können, was du da oben gesehen hast. Oh Mann, die arme Vali. Aber ist schön, dass man dann nochmal so ein bisschen Hintergrund zu dem Ganzen erfährt. Okay, zurück zum Labor. Solche Phasen muss es wahrscheinlich auch immer geben. Einfach, wo man ein bisschen hin und her reist. Okay, da ist sogar eine unsichtbare Wand über denen. Ich frag mich trotzdem, wo die anderen Dorfbewohner alle sind. Beim Wadi haben wir ja gefunden, aber wo sind die anderen? Die können ja nicht einfach weg sein. Das sind ja einfach alle, die fort sind. Naja, okay. Ist sie nun im hinteren Bereich oder unteren Bereich, im hinteren, unteren Bereich, in ihrer Höhle? Vali? Bist du hier? Da bist du. Hello. Ich erzähle dir, was du verpasst hast. Die Kanone wurde abgefeuert, der Kristall explodierte und ein lila Energiefeld bedeckte den Himmel, während das Heulen der Verdammten durch das Land hallte. Im Grunde wurden die Dinge immer schlimmer. Ich habe deinem Vater auch erzählt, dass du da oben bist, woraufhin er sich übergab. Alles verstanden? Gut. Jetzt versuche dich so genau wie möglich daran zu erinnern, was du vor der Explosion gesehen hast. Und was hast du dort oben gesehen? Jemand Unheimliches. Da oben war eine Person? Es könnte eine Person gewesen sein oder ein Wesen? Ich weiß es nicht. Da war auf jeden Fall jemand. Ich habe ihn in einer Art Traumvision erneut gesehen. Ein Geistertraum. Er nannte sich der Wächter. Wakamui, Naraka und Glacier waren auch dort. Aber der Wächter meinte, dass sie seine Diener seien und er die göttlichen Waffen für sie geschaffen habe. Seiner Geschichte zufolge hat der Wächter sie als Sklaven geschaffen, doch die Hüter haben ihn auf irgendeine Weise verraten und ihn im Kristall eingesperrt. Wow, na schön, das muss erstmal verarbeitet werden. Oh, ich vergaß, er sagte auch, dass mein Arm eine Art Handschuh sei, der ihm gehört, und dass ich als einziger am Leben sein werde, wenn er alles andere getötet hat. Noch irgendwas, was du vergessen hast? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles war. Nun, ich nehme an, unsere einzige Möglichkeit ist, mit den Hütern zu reden. Wenn sie ihn einmal weggesperrt haben, dann können sie es vielleicht erneut tun? Du solltest wahrscheinlich zuerst mit Pakamui sprechen, dem Hüter des Windes. Vielleicht kann er deinem Traum einen Sinn abgewinnen. Ich werde sehen, ob ich Informationen über diesen Wächter finde. Hört sich nach einem Plan an. Ich mache mich auf zum Watiti-Dorf, um Pakamui zu finden. Warte, es ist mitten in der Nacht und du hast höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Du solltest etwas schlafen. Mir geht es gut. Ja, hat man gesehen. Soll ich jetzt mich schlafen legen oder wie? Ich
Schlafen gehen? Schlafen. Antworten abgeschlossen. Vali finden. Sehr schön. Vali hatte recht, ich fühle mich besser. Nun auf zum Watiti-Dorf und mal sehen, ob ich Pakamui erneut finden kann. Sprich mit Pakamui im Schrein des Geisterhüters. Na was? Hey Wasti, ich habe etwas ziemlich Abgefahrenes gemacht, während du geschlafen hast. Es sollte helfen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, du hast einen Teleportationsstein erhalten. Du kannst nun Teleportationssteine aktivieren, um schnell in der Welt herumzureisen. Sehr schön. Also jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los. So die Geschichte, ne? Wir wissen jetzt ungefähr, was Sache ist. Wir haben einen neuen Plan. Und wir können schnell reisen mit den Teleportsteinen. Das ist wunderbar. Das ist Fortschritt, der mir gefällt. Also gut. Vali ist entdeckt. Wir haben einen neuen Plan. Mit den Hütern sprechen, um vielleicht den Wächter erneut einzusperren. Mal sehen, ob uns dieser Plan wirklich gelingt. Das erfahren wir dann aber erst ab dem nächsten Mal, wenn wir mit Pakamui gesprochen haben. Also dann erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.